Leute, eine Kamera weniger. Vom Handy ist der Akku leer. Das heißt, ich bin jetzt auf zwei Kameras kastriert, aber wir haben den Vorbild schon eingestellt. Das heißt, wir brauchen auch nur noch zwei, maximal, vielleicht sogar nur noch eine. Ja, als nächstes Greifförderung. Ja. Kennt ihr, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wird hier an den Schrauben da oben eingestellt. Wir haben ja gesehen, dieser sechste, der hat eben ins Jenseits gefördert. Ich hatte einen speziellen Schraubendreher, der war gemacht, für die aufzudrehen. Ich meine, es war der da. Ja, genau. Drehen wir die mal gerade nämlich alle lose. Zehner müsste das sein, Zehner. Wie immer alles da, nur nicht das, was man braucht. Meine Güte. So, ich synchronisiere mal gerade die Kameras. Moment. Ich drehe die jetzt mal auf. Ist der Schraubendreher weg? Ich blieb fort. Da ist er. 10. 10er Schlüssel, wo bist du? Ist gar kein 10, ist 8. Oh, die sind so locker, da hat schon jemand dran rumgedreht. Ja, kannst du aber glauben. Ach du Scheiße. Seht ihr da überhaupt irgendwas oder soll ich da mal Licht beiholen? Ich geh mal Licht holen, ne? Selber Licht. Ha. Ich gehe Licht holen. Moment. Licht. Tada. So. Wir stellen jetzt, wo ist mein Videostift? Da ist mein Videostift. Gleich hier die Gleichförderung ein. Und damit ich mich hier nicht totstelle, und sehe, was ich da mache. Oh, ich hasse diese Luftpistole. Ne? Oben, die kannst du so schön dosieren. Die da ist eine Vollkatastrophe. Ich mache hier mal schön überall kleine Markierungen hin, dass wir sehen, wo wir waren. Da ist sogar schon eine. So. Jetzt können wir den da eigentlich direkt schon mal einen halben Kilometer runterdrehen. Prüfen ist eigentlich so uninteressant. Ich mach's auch nicht gern. Wirklich nicht. Lass immer meinen Opa prüfen, wenn es geht. Aber egal. Drehen wir den da mal Richtung Stopp. Ja, die Richtung. Ich zoome euch da auch mal ein Stück ran. Viel zu viel. Und den Rest weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, so, heißt, Kiste an, Vollgas. Gehörschutz. Ich habe nur zwei Ohren. Würde ich auch behaupten. Die müssen doch bis ins hohe Alter funktionieren. Ich bin ja echt 25. So. Es werde Ton. Schön.
scheint, der Prüfstand packt dir nicht anzufahren, die 100er Kolben, wenn die alle auf Anschlag stehen. Ja. Ja, der Prüfstand packt nicht, wenn die unter der Kolben anlaufen wollen. Das ist ja direkt rum. Sollen haben 50 bis 51. Wir haben eine schöne Mischung. Der steht gut, der dritte. Den nehmen wir. Der hat auch 50. Also runter, runter, bleibt, runter, runter. Ja? Machen wir das nochmal schnell. Also, runter. Du musst runter. Du musst runter. Passt. Der muss runter. Keine Sorge übrigens, wir prüfen das nachher noch einmal auf 1000 Übel. Das hier ist jetzt nur das ungefähre Einstellen. Aber nachher eine bestimmte Feineinstellung. So, minimal runter. Gut, das war überall ein Stück zu weit, außer bei dem. Wobei, den können wir auch noch mal Richtung hoch anhusten. Und da kommen jetzt noch mal die Markierungen zugute, ne? Nur ganz bisschen.
Passt, 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 passt. Mehr, mehr. Passt. Einmal auf 1000. Und auf die großen Gräser. Perfekt nachstellen. Der passt. Der muss noch ein Stück hoch, der muss noch ein Stück hoch. Müssen alle noch ein minimales Stückchen hoch. Ja. Liegt halt einfach daran, auf 100 Hübe ist halt ein bisschen was anderes als auf 1000. Ich stelle das mal alles nach. So Leute, was wir jetzt noch machen müssen, ist die sogenannte Muffen-Nulllage einstellen. Die passt nämlich nicht. Leider, leider. Warte mal, ich hole mal die zweite Kamera. Also, zweite Kamera. Brauche ich wegen Audio. Muffen-Nulllage. Kann ich euch gerade mal schnell zeigen. Uno Momento. Ja. Gashebel in Nulllage. Da, ne? Da ist die Muffen-Nulllage. Also dahin, wo der Regler wegzieht, wenn er rauszieht. Der passt nicht, der Wert. Das heißt, der muss ab. Und dann müssen wir nachstellen. Schwanerei. So, die Muffen-Nulllage passt. Ja. Habe ich nachgestellt. Betriebsgeheimnis. Jetzt können wir schon an die Regler-Einstellung gehen. Wobei ich glaube, ich fahre noch einmal die Grundeinstellung ab. Einfach nur, um sicher zu gehen. Passt. Kann man lassen. Sehr gut. Damit wäre Grundeinstellung dann auch mal geregelt. So Leute, kurzer Sprung. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das Thema Spätanlass-Nut, ne? Wo wir letztes Mal drüber geredet haben, hier mit der Theorie, mit Traktor, Trecker, Dreck und so, wofür die Pumpe her gemacht ist, ne? Ihr seht es hier, wir stehen jetzt auf 18 mm Regelweg. Und jetzt kickt schon die Spätanlass-Nut rein, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, ne? Das heißt, 18 mm ist unsere harte Grenze mit der Menge.
Ja, bevor die spät an das Loch reinhaut. Dann gucken wir mal, was wir bei 18 mm aus der Pumpe rauskriegen. Schlechte Neuigkeiten. Sind, gell? Das sind 200 Kubik, da fehlen 50. Das ist, wie ich gesagt habe, die Elemente bringen nicht so viel, ne? Weil die einen relativ geringen Nutzhub haben von nur 6,5 mm. Also war die ganze Einstellerei umsonst, den ganzen Samstag verheizt. Nee. Angefangen habe ich um 11. Nur, dass wir drüber geredet haben. Und das ganze, die ganze Arbeit rundherum mit den 100er Kolben, mit dem Gangbar kriegen. Ich habe es irgendwie schon vorher gewusst, aber klar, ne? Da will man nicht unbedingt neue Kolben kaufen müssen. Ist halt blöd gelaufen. Das waren jetzt 200 Kubik auf 100. Tja, Leute. Finito. Brauche ich heute nichts mehr machen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und dass ihr auch ein bisschen was dabei gelernt habt. Kommentiert mal bitte, ich weiß nicht, also wenn da draußen irgendjemand ist, der Bock hat auf Trecker-Track und Pumpentuning, bin ich direkt dabei, ohne Scheiß, und bin auch sehr zuversichtlich, dass wir da was Gutes hinkriegen. Na, schönen Sonntag, bis dahin, euer Dominik.